Und vom ungebetenen Besuch in Oberbayern jetzt ein gewollter Besuch zu Armin Wolf ins ZIB2-Studio. Guten Abend, wir berichten gleich darüber, warum das mit dem Ende des Bankgeheimnisses wohl doch nicht so wird, wie sich das Finanzministerium gedacht hat. Wir zeigen, wie offenbar korrupte Sicherheitsleute in Wien-Schwechat blinde Passagiere auf USA-Flüge schmuggeln konnten. Und der seit Jahrzehnten umstrittene Semmering-Basistunnel darf gebaut werden. Das ist seit heute fix. Mehr dazu jetzt gleich. Danke Armin und danke Ihnen fürs Zusehen. Nächste Woche sehen wir uns, wie bereits angekündigt, schon am Montag, also am Tag nach den beiden Landtagswahlen in der Steiermark und im Burgenland, mit allen Fakten, Hintergründen und Konsequenzen der Wahlergebnisse. Montag ab 21:05 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.